habe ich mal entschieden, nichts zu sagen. Hallöchen, das ist Celestia. Na? Ich bin immer wach. Ich liege ja immer nur in der Illusion zu schlafen. In Wirklichkeit schlafe ich nicht. Das ist ein typischer Anime-Moment. Oh mein Gott, ich bin ausgerutscht und meine Brüste sind in dein Gesicht reingefallen. Aber aus irgendeinem Grund bist du daran schuld und ich nenne dich Idiot und ich schlag dich kreuz um den gesamten Bildschirm. Übrigens, Johai und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Ich trage eine Sonnenbrille und was Kariertes, was ich mir geholt habe. Gut, ne? Und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. In der letzten Folge haben wir Celicas Nebenquest haben wir gemacht, ne? Bandgespräche gucken wir uns am Ende an, deswegen habe ich das Zimmer kurz mal hier verlassen, ne? Und ja, heute machen wir uns dann mal auf zu einem DLC-Quest. Weil diese haben ja keine Levelanforderungen, die passen sich immer unseren Level an, ne? Von daher macht es sowieso keinen Unterschied, wann wir die machen. Aber ich habe mir die meistens so aufgeschoben, immer nur so bis zu dem Punkt, in dem ich weiß nicht, Hallöchen, Raphael. So bis zu dem Punkt, in dem ich irgendwie vielleicht denke, dass wir alle Charaktere haben, ne? Damit es ja auch am meisten lohnt, ne? Was ist das in der Grotte aufgetaucht? Ich sehe da so ganz, ja, ganz schwach habe ich dort gesehen. 50 Fragmentpunkte, jawohl. Ich beinahe verpasst. Und da bei meinen Tierchen ist auch irgendwie was. Gut. Was habe ich gemacht auf Screen? Irgendwie stehe ich gerade voll auf dem Schlauch, halt, aber ist eigentlich immer gleich. Ja, Arena-Kämpfe habe ich wieder offscreen gemacht, ne? Ich habe nämlich immer so irgendwie manipuliert, dass ich irgendwie gegen Leute kämpfe, damit ich irgendwie auch noch Support-Gespräche hier freischalte. Und ja, lohnt sich. Dadurch bekommen wir zwar immer eine Menge Support-Gespräche, die wir uns anschauen müssen, aber das ist ja gut, ne? So, irgendjemand, genau, Gregory mit ihm. Ihn habe ich noch ein paar Steinchen und ein paar Schutzjuwelen gegeben und ja, er will jetzt mit mir reden. Machen wir dann mal. Wie es so manchmal passiert, ne? Ja, die Katze sich in einen Drachen verwandelt und ist weggeflogen. Da mussten wir den Drachen erschlagen. Was für ein Tag. グレゴリー。何でもねえよ。それより Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob, wenn man einen weiblichen Charakter am Anfang gewählt hätte, ob der Wirmgott dann in deren Welt männlich gewesen wäre. Ich nehme das jetzt einfach mal so stark an, ne?
aber ich weiß es nicht. Würde sich irgendwie so anbieten, würde ich sagen. So, dann gucken wir uns mal einige Unterstützungsgespräche an. Da sind wieder eine Menge hier, die ich freigeschaltet habe. Das heißt ja, und Vale. Lass krachen. Vale-sama, Shokuji o mochishimashita. Seppio! Ich? Chigou. Celestia. Weil sie irgendwie bei dem Meeting mit dem Begrüßungskomitee der neuen Charaktere nicht anwesend. Bei Madeleine war es auch so. はい、お顔を拭いてっと。あの、自分で拭くから大丈夫だよ。遠慮なさらないでくださいな。私はあなたのお世話がしたいのです。ベイル様の髪、とても綺麗ですわね。この長さなら結んでもきっと愛らしいですわ。 そうだ 三つ編みして差し上げます ありがとう Mädchen bekommt ja voll PTSD von all sowas ああ、思い出しましたわ こっちの束をこっちに持ってきて いたた そんなに引っ張ったら痛いよ セレスティア ごめんなさい ベイル様 あら、絡んじゃったみたい。あれ?すごい絡まってる。後でほどいておくから気にしないでいいよ。うん、ごめんなさい。また何かご迷惑をおかけする前に立ち去りますわ。お食事を置くの忘れてました。 Ich glaube, ich habe Probleme jetzt. So, dann nochmal Gregory, machen wir es bei jemand anderen. Nell und Temera. Ich glaube, die haben in der Arena gekämpft. Temera hat fertig gemacht, glaube ich. Ne, die hat gegen Diamant gekämpft. Also Timea, die hat der Mann voll fertig gemacht. Aber er hatte auch nur ein Eisenschwert und sie hatte irgendwie, weiß nicht, diese super aufgeballerte Lanze. どうやら歌寝をしてしまったようですね。これは焼かれた肉が目の前に置かれています。一体 Na, ich wollte schon sagen, taucht sie überhaupt in dem Support auf? そろそろ戻らないと。またしても焼かれた肉が置いてあります。昨日と同じ人物の仕業でしょうか。 Das überhaupt noch hier auf? Aber sie tut nur so, ne? Für mal wetten. よし、ちゃんと眠ってるね。その隙にこのお肉をそっと置いて。そこまでです。ね、ich wusste es. あなたですね。違うよ。ではその手の肉は何ですか?これはそのアクセサリーみたいなもので。とにかくお邪魔してごめんなさい。待ちなさい。私はただ話を逃げられてしまいましたか。 Vielleicht hätte sie nicht begrüßen sollen mit ah ja, Prinzessin von Sollen. Ich hätte es mir eigentlich denken können. Alles klar. Butcheron. Und Kagetsu. Okay. Naja, weil die beiden heute mitkommen, ne? Firene-Ookoku no Bushiron jana. Kanari no ude no mochinushi to mita.
世はイルシオン王国の花月。ぜひ手合わせを願いたい。いい目をしているな。Ich glaube, Butcheron hat gegen Kagetsu gekämpft in der Arena, genau. Butcheron hat übrigens gewonnen. Und schon hat das Spiel in der Canon gemacht, dass Butcheron Axtkämpfer und Kagetsu ein Schwertkämpfer ist. いい体をしてるだけあって一撃が重く防御も硬い。あんたも良かったよ。独特な動きで防ぐのに苦労した。独特な動き？ああ、きっとそれは世の故郷の影響じゃろう。ファズス、今の人はDioです。いかにも。世は独自の文化を持つ地域の出でな。そうだったのか。 それは興味深いな。知りたければもっと世をうならせてくれ。未熟者にはなにも教えてやらぬぞ。なるほど、そう来るわけか。いいだろう、乗った。ではぜひまた近いうちに手合わせを。ああ、ぜひ頼む。 Cool. Aber nicht mal heute. So, warte mal, ja, Diamant. Und ne, ja. Subarashii. Nächsten Thronanwärter. Saikou-kessaku-datta na. Hito-no-ko no ouji yo. Dokusho wa owarimashita ka? Eru oujo. Anata ga koe o kakete kuru to wa mezurashii. Izen kara anata to hanashi o shitakatta no desu. Watashi to? Gozonji da to wa omoimasu ga. 私はジャリューの王ソンブルの娘、そしてあなたはブロディア国王の息子。種族は違えど王を父に持つ者同士です。私は父の思想が理解できず、たもとを分かちました。対するあなたは父王との関係が良好のようですね。そうだな。私は父上を尊敬し憧れている。しかし、 その考えに疑問を抱く時はある。戦を制し、領土を拡大した父上は優れた王だが、私は武力による統治より平和的な政治を行いたい。なるほど。やり方に違いがあると。国の未来について時には口論をしたものだ。父王に立てついて処刑にならなかったのですか？処刑だと？なるはずがない。 そんなもの、ただの独裁国家となってしまう。独裁国家では、私の祖国はそうだったのですね。父に立てつけば即刻処分が下されましたから、口論などもってのほか、異を唱えた巫女には死あるのみ。あの場所にいる限り従うしかありませんでした。そんなことが。すまない、 Wartet Sonnenbrand eigentlich in deren Welt immer noch einfach auferweckt werden? Also ist er immer noch am Schlummern? Der ist ja nicht tot dann, ne? Der ist einfach noch immer noch am Schlafen. Wartet, dass jemand den erweckt, ne? Wir sind krass. Gregory und Vale. Vale hat irgendwie mit jedem von den vier. Vale-sama, so eine erstaunte Gesicht, was ist denn da? Das ist bei jedem. Wird bei jedem jetzt sein, ne? Aber wir haben schon alle durch jetzt, ne? Ich hatte es gut, dass ich mit Vale-sama zu sprechen wollte. Ich wollte mich mit ihm sprechen, also sitze ich an diesem Baum und sitze. ああ、敷物、布の切れ端しか持ってないぜ。しまったな。もっとマシなものを用意しておくべきだった。大丈夫だよ。ありがとう。このまま立ち話でもいいし、グレゴリーが切り株に座って私は地面でもいいよ。何言ってんだよ。ベール様にそんなことさせられねえ。
頼むから俺よりも高いところに座ってくれ。あんたが地べたなら俺は地面に埋まればいいのか。ごめんなさい、困らせちゃったね。おいおい、そんな真剣に謝らなくても。って震えてるぞ、大丈夫か。大丈夫。あなたを見ているとちょっと思い出しちゃって。それってもしかしてこの世界の俺のことか。その様子だと見覚えてじゃなさそうだな。ごめんなさい。あなたは別の人だって分かってるのだけど、その、ああよし、また来ることにするよ。こうやって顔が見られて声が聞けただけで満足だ。だから気にしないでくれ。またな、ベール様。グリにそっくりだけど全然違う。今度お話しするときはもっと仲良くしたいな。Okay. Und dann haben wir noch Temera und Diamant. Mistira Ojo, kyou mo tanoshi sou da na. Sukkoku tanoshi yo. Diamant Ojo. Wieso wurde ihr Name übersetzt von Mistera oder Mysteria oder was auch immer gesagt hat zu Temera? Seite, issho ni asonde kurere tte koto?Wir haben schon Fire Emblem 10, wo irgendwie die Schwester von Ike Mist hieß. Aber in der deutschen Version hieß sie Alia. Weil ja Mist ja auch ein anderes Wort für Dreck ist in Deutsch. Deswegen haben sie ihren Namen geändert, nehme ich an. Alter, da aus. Brodia Oko, Daichoji no Watashiga, Kincho no Sruake Naido. Wakata Yotiro do Naika. Watashiwa, Brodia Oko, Daichoji, Tamino Sekazo, Mamurtame, Warui Yatsua, Yurusanai. Nandaka Hitoa, Atsuma Tekitazo.私はどうすればいい。みんなで一緒に歌っちゃおう。そしたらみんな仲良しだ。日頃の鍛錬より疲れた気がするぞ。ディアマンド王子、お疲れ様。私と遊んでみた感想はどう？こんな形で民衆と触れ合えるものなのだな。新鮮な気持ちだった。たまにはこういった機会も必要なのかもしれん。だがやはり私にはミスティラ王女のやり方は合わないようだ。私には鍛錬で体を引き出し、己の力で民の役に立つ方が性に合っている。やり方は人それぞれだもんね。Erstmal Controller. Fällt ja auseinander. Mein Controller hier, mein Switch-Controller, der hat irgendwie so an den Griffen, da sind so, ich weiß nicht, wie man nennt, so Hüllen in den Seiten. Und auf der rechten Seite ist das schon ein bisschen.Ich krieg da jetzt nicht mehr da rein. So. Auf der rechten Seite ist das ein bisschen locker. Manchmal bricht das ab. So, jetzt steckt das aber wieder. Aber ist immer so ein bisschen locker, weil ein bisschen nervig ist. So, da gab es nichts, ne? Ich meine, da gab es doch was, aber machen wir am Ende. Bevor wir wieder essen gehen. Marin. Bevor wir essen gehen, gehen wir mal hier.
zum Brunnen. Zum fett krassen Brunnen. Die Items, die sammeln sich ja immer hier an. Ich lese immer Volkswanger. Ist doch kein Schwert. Ich habe noch nicht so ein Schwert irgendwie von dem Brunnen hier bekommen. Mal ein Tiramisu. Tiramisturm meine ich. Stäbe muss ich kaufen. So, okay, ich krieg eine Menge von diesen Dingern hier. Ich müsste mal einsetzen, ne? Wäre eigentlich eine Idee. Ja, mehr als zwei kriege ich nicht hin. Wenn ich ein so ein Dreier-Purgativ reinpacke. Aber lohnt sich auch nicht, wenn ich irgendwie fünf Items da reinpacke. Ich bleibe immer noch so. Ich krieg immer noch so drei Punkte oder so. So. So, und bevor ich es vergesse, lass mich hier kurz so ein paar Stäbe kaufen. Wir haben genug. Bin ich mir ziemlich sicher, aber. Lass mich mal trotzdem welche. Ich muss sie ja so oder so irgendwann kaufen. Aber ich kenne ja die DLC-Kapitel. Von daher. Weil nicht. Kann entweder relativ meh sein oder relativ. Oh mein Gott, das ist viel zu schwer. Wie soll ich das schön schaffen? Ich steppe auf zweiteres. So. Dann bestellen wir noch mal. Wen habe ich denn hier noch nicht so? Celestia. Ich wollte mit Celestia reden, ne? Aber keine Ahnung. Als ich mich zu ihr hin teleportiert habe, hat sie sich in Butcherin verwandelt. Was irgendwie merkwürdig war. Also ja, das war sehr komisch. So, machen wir euch beiden. Außer ich kann wieder hier nichts mit euch herstellen. Die mögen alles, aber ja, aber klar, sobald ich hier wieder auftauche, ihr beiden, das gibt's nicht mal. Könnt ihr nicht mal alle die gleichen Sachen mögen? So, Stärke und Verteilung, Schwein, das ist alles. Ah Gott, dann machen wir, nein, machen wir so und was war ja gut. Hat ja alles bis auf Magie und Resistenz, ja. Ohne mich. Was mache ich hier gerade? Erbsenpüree. Ja. Oh. Das klang nicht sehr zuversichtlich. Okay, ich dachte erst. Okay. Hey, ich habe trotzdem Magie bekommen. Okay, oh, ich habe keine Reste mehr. Okay. Gut, dann. Lauft einer von den DLC-Charakteren hier rum, wenn ich den vielleicht noch Geschenke geben kann, weil irgendwie laufen mir die ganze Zeit weg hier. Auf Fall Madeleine. Ich habe aber noch genug. Aber ich tue die jetzt auch gleich benutzen, dann kriegen sie auch ein bisschen Support, nehme ich an, ne? Ja. Das ist mein Team für heute, ne? Unsere DLC-Charaktere natürlich wieder, ne? Yunaka, ich fand irgendwie im letzten Kampf hat sie nicht so viel gerissen, deswegen nehmen wir sie heute auch noch mal mit. Alquist nehmen wir auch mal mit, weil ich einfach nur einen Bogenkämpfer haben wollte. Ich habe ihn mal Marv gegeben, weil das ist ehrlich gesagt nicht schlecht, ne? Marv hat ja diese ich tue ein bisschen Schaden noch zusätzlich machen Fähigkeit, ne? Und mit Verstohlenem werden die Gegner vergiftet. Das klingt doch nicht schlecht, ne? So, sie rückt immer noch live. Ich habe Gregory mal Celica gegeben, einfach nur, weil ich irgendwie mit
er hatte vor Erika, aber irgendwie hat er damit nichts gerissen, ne? Außerdem habe ich ihn hier Bruchpräzision 3 gegeben, damit er besser trifft, weil er geht irgendwie nicht. Hoffentlich trifft er jetzt ein bisschen mehr. Elfenlicht habe ich jetzt auch mal hier hochgeballert. Excalibur habe ich hochgeballert, hat alles Treffer gegeben. Also hoffentlich trifft er jetzt ein bisschen besser, ne? Weil seine, weil er ist wortwörtlich der stärkste Barrier, den ich habe, ne? So vom Magiewert her, ne? Und er ist noch nicht mal auf dem gleichen Level wie einige meiner Charaktere. Citrine hat, glaube ich, irgendwie so was 27 Magie. Und sie war vorher meine stärkste Magierin, ne? Aber er ist super langsam, ne? Er ist super langsam und trifft einfach nichts. Also ja, da muss man ein bisschen was dran machen, ne? Deswegen habe ich ihm diese Fähigkeit gegeben. Lois ist dabei mit Ike und Ivy und Celine als Heiler und Magier habe ich mitgenommen. Und Butcheron mit Roy, ne? Und damit hauen wir alles um heute, ne? Das ist jedenfalls der Plan. Mehr weiß erledigt, ne? Gut, dann können wir auf zur, ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwas, aber ich, ne, ich glaube, wir haben alles. So, wir gehen zu den göttlichen Kapiteln und das Problem ist, ich weiß nicht, welche von den beiden jetzt welche ist, aber werden wir ja sehen. Wir haben ja noch eine Fire Emblem Heroes Charakter und einen Fire Emblem Awakening Charakter, ne? Werde ich ja wohl beide irgendwie Altar des Schicksals. Ich bin mir wirklich nicht sicher, welcher ja welcher ist. Heldenheiligtum. Das klingt schon so mehr nach. Oh, ich sehe schon. Nee, das ist Fire Emblem Heroes. Weil da diese, wie nennt man diese Dinger? Diese Schreine da neben dem Wasser. Das sind diese Gacha-Dinger. Die im Himmel schwebt. Diese, weil diese Monolithen oder wie auch immer man die nennt, sind diese Gacha-Dinger, die man irgendwie, von denen man die Charaktere im Fire Emblem Heroes bekommt. Und ja. Okay. Was ist die Info hier? Tief im Inneren eines merkwürdigen Tempels wurde ein Armring gesichtet. Das sieht aus wie dieser Tempel, den man. Bei Fire Emblem Awakening hat irgendwie so ähnlich angefangen wie dieses Spiel. Ne? Man hat erst irgendwie, weil nicht gesehen, wie irgendwie Crom und Robin gegen den Hauptbösewicht gekämpft haben. Ne? Dann kam. Ja, nicht direkt ein Timeskip, aber ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das müsste ja der von Crom sein, ne? Welcher uns will. Wir haben ja schon gesehen, ne? Ja, ich kann ja jetzt auch hier sehen, ja. Ich nehme an, der Hirte, ne? Müsste das heißen oder so? Der habende Hirte, ja. Ja, da ist Crom. Okay, wir sind hier richtig. Sarkov muss nicht mal nach dem Weg fragen, keine Sorge. Stell mir auch vor, dieses Kapitel wird einfacher als das gegen den letzten DLC-Charakter. Aber wir haben schon gesehen, was die drauf hatte. Das ist, glaube ich, super nervig. Emblem der Bande. Oh, nice. Pose aus dem Cover. Ah, ich habe mir meinen Hauptcharakter, glaube ich, Lucina ausgerüstet. Hab ich gar nicht geplant. Und ich bin Robin. Und nichts anderes. Damit haben wir mehr oder weniger alle Hauptcharakter von Fire Emblem Awakening. Robin. Ich mag es sehr oft, Schicksal zu sagen. Krom の姉君である聖王エメリナを失った時に誓ったんだ。僕がクロムの半身となることで互いの未熟さを補おうって。それから俺たちは
Ja, Kroms Schwester war mehr oder weniger, was die Mutter von unserem Hauptcharakter ist. Also die Person, die sterben musste, um irgendwie, weil nicht, ein bisschen Motivation reinzubringen für den Hauptcharakter. Ehre. Also, ich dachte, er hat irgendwie so gesagt, so Ehre, Bruder. Ja. Was irgendwie merkwürdig ist, weil in dem Intro vom Fire Emblem Awakening hat Robin Crom getötet. Aber das war eine andere Zeit. Es ist kompliziert. Dann lasst es uns krachen. Ja, Fire Emblem Awakening. Fire Emblem Awakening war das Spiel, was irgendwie Fire Emblem wieder relevant gemacht hat. Deswegen hat eigentlich jeder, der so... Ja, ich kann nur 10 Charaktere mitnehmen. Also jeder, der irgendwie, weil nicht mit Fire Emblem aufgewachsen ist oder schon ein paar vorherige Spiele gespielt hat. Ja, da ist die Level aus dem Intro. Aber wir müssen gegen beide kämpfen. Oh nein, das ist Rally, ne? Ja, da kenne ich dort Zeichen. Werte seiner Verbündete innerhalb von 2 Vanellen plus drauf alle Staatswerte. Ja. Gott. Also ja, das ist halt erste Level. Das ist das erste Level vor Fire Emblem Awakening. Also das hier. Also den unteren Teil gab es nicht, sondern das hier. Das hier war das erste Level so. Und dann irgendwie weil nicht. Was ich aber gerade sehe ist, wenn man hier auf der Karte sieht, da ist undurchdringlich und passierbar. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal die Leute hier alle erledigen, bevor ich da durch kann, ne? Und das gefällt mir, weil das heißt, ich kann hier erstmal chillen, glaube ich. Ich sehe außerdem ja keine. Ich nehme an, diese Dinger muss ich ja kaputt machen, ne? Das heißt, ich kann mir Zeit lassen hier, dass ich bereit bin. Das klingt schon mal sehr gut. Ja, gut. Dann gucken wir mal. Ich kann noch 10 Charaktere hier einpacken. Und die Hälfte davon wird schon ja von meinen DLC-Charakteren ja geoccupied. Das heißt, gibt es hier Säulen? Ja, das Yunaka kann ja rocken. Ich kann sie wortwörtlich hier reinpacken. Und sie kann sich um die Leute hier alle kümmern. Sehr gut, genauso will ich das. Sie kriegt dann Ausweichwert von 160, wenn sie darin geht. Plus 30, aber da sie auch verstohlen ist, zählt da doppelt. Das heißt, sie kriegt. Ich kann Yunaka wortwörtlich hier. Ich kann sie und er wird wahrscheinlich auch nicht treffen, weil sie schon eine natürliche Ausweichfähigkeit von 100 hat. Das heißt, der hat eine Trefferchance von 20. Bei Magier ignorieren er ihr Ausweich. Alter, ich kann wortwörtlich nur Yunaka hier platzieren und ne, von dem wird es auch nicht getroffen. Yunaka könnte dieses ganze Kapitel hier solon. Geil. Na, warte mal, wo platziere ich sie hin? Bei dem macht sie wahrscheinlich keinen Schaden. Ne? Das ist immer die Sache, ne? 27. Okay. Schicken wir sie hier rein, dann tun wir sie immer so ein bisschen hier die Säulen, ja. Ich glaube, das wird lustig. Also sie kann sich um die ganze rechte Seite mehr oder weniger kümmern, ne? Also was, Alquist? Passt ja auch hier rein, ne? So, er kriegt 122, ne? Ich glaube, ich möchte ausnahmsweise mal den Miniaturbogen mal mitnehmen.
weil das ist ein Bogen, der auf einen Reichweite ja trifft, ne? So, jetzt mal den Sonnenbogen weg. Weil dann kann er nämlich da reingehen, ne? Er kriegt einen Ausweichwert von weil er ist ja auch ein Verstohlener, ne? Er kriegt dann einen Ausweichwert von 122, ne? Was auch nicht sehr wenig ist, ne? Das heißt, ihn platzieren wir auch hier hin. Warte mal, er kann sich um die alle kümmern. Ja, weil er wird nicht getroffen von denen. Dann stecken wir ihn mit dem Miniaturbogen da rein, ne? Wie macht der Schaden? 25. Ich meine, das ist relativ wenig. Aber wir können ihn wortwörtlich hier reinpacken, ne? Die kommen dann auch hier hin, ne? Die wollen auch dann gegen ihn an. Ja, okay. Ja, okay, aber bis dahin werden wir ja schon ein bisschen was hier erledigt haben, ne? Also ja, ihn können wir hier reinpacken, er wird nicht getroffen. Sie können wir hier reinpacken, sie macht, glaube ich, aber gar keinen Schaden, ne? 27. Ne, verdammt. Okay, Kommando zurück. Du gehst wieder hier rein. 25, okay, da müssen wir jemand anderen hier reinpacken. Ritter tot. Wo ist Louis? Wo er kann von Ausweichen nicht wirklich Gebrauch machen. So, lass erst mal einen neuen. Okay, ich glaube ihm Baum war, weil ich sehe nicht viele Magier rumrennen. So, oh, da wird ein bisschen. Wie viele Heiler habe ich? Ein. Zwei mit Neil. Ich habe das Gefühl, Ausweichen wird hier der Key sein für dieses Kapitel. Wir sind eine Menge Säulen. Magier werde ich auch brauchen. Das sieht schon nicht so schwierig aus. Ich weiß, ich schaffe mir wer da wieder mit dem Grab, indem ich das sage. Ja, und ich habe ihnen Lucina gegeben. Ich habe jetzt nicht vorausgedacht, dass wir, ich meine, ich wusste, dass wir heute gegen Chrom kämpfen, aber ich habe wortwörtlich nicht daran gedacht, warte mal, wenn ich Lucina mein Hauptcharakter gebe, ne? Und wir gegen Chrom und Robin kämpfen, das wäre doch voll cool, ne? So. Auf den ersten Blick sieht das nicht so schwierig aus, aber das kann sich ja wieder ändern, ne? Wir wissen doch, wie das hier abläuft, ne? So. So, 100 ausweichen, 69 ausweichen. Also ja, ich habe hier so ein paar lustige Sachen, die wir ja machen können. So. Wen habe ich denn nicht dabei dann? Ich habe nicht Erika und ich habe nicht Roy dabei, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, ne? Die wichtigsten Leute, die ich brauche, sind so Leute wie Corin zum Festhalten, ne? Walef zum Tanzen, Mekaya zum Multiheilen, Lin zum Abknallen, Celica zum Teleportieren, Sigurd. Also die wichtigsten Charaktere habe ich alle. Ich wollte lachen, wenn das hier voll einfach ist, aber ich halte erstmal meinen Mund. So, Heilstäbe. Heilung, einfrieren. Ich glaube nicht, dass ich einfrieren brauche. Gehen wir dir mal einen Pflege. Wir haben ja noch einen Pflege. Da gibt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Na, du hast Heilung. So, irgendjemand hat ja nicht. Aber du hast von. Okay. So, du hast nicht. Die aber brauchst du auch nicht. Ich bin schon Level 16. Nehmen wir an, Level 20 ist das Maximum. Ich weiß es ja nicht. Aber ja, gut. Ja. Der habene Hirte. Ja gut, dann gehen wir ja rein. Right. So. Endlich kackt er. Wir sind die Gegner. Wir können unsere Sache ja.
障壁のせいで、あちらに行けそうにないですね。Okay. まずは障壁を壊す必要がある。Müssen wir das? Ich habe so das Gefühl, er rennt irgendwann auf uns los, ne? Ja, okay, das war schon offensichtlich. Solange ich die nicht kaputt mache, öffnet sich das nicht. Ich bezweifle, dass das der Fall ist. Die würden es mir doch nicht so einfach. Alfred! Ich bezweifle, dass das Spiel auf mich wartet und mich einfach machen lässt. Ich weiß doch mittlerweile. Oh ja, das liegt natürlich. So, jetzt habe ich mich gar nicht um die Situation gekümmert. So, 74 ausweichen. Das ist. Nein, das ist nicht gut. Jetzt habe ich mich gar nicht um die Situation gekümmert. Gute Frage. So, am liebsten würde ich ja jemanden da reinpacken, aber geht glaube ich nicht. So, 122. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er getroffen wird von allen, aber ich hätte doch lieber irgendwie eine sichere Option, ja. Da geht ein bisschen ausweichen von. Der Miniaturbo macht ja auch keinen Schaden. Wer hat Ike? Du. Ich hatte richtig anstelle, kann ich jemanden da hinschicken. Was ist mit dir? Ne, du bist ja doch bestimmt. Das ist auch Gefühl, dir ist das. So. Die werden ihn ja nicht erledigen, ne? Keiner von ihnen doppelt. Oh Gott, hast du einen Hammer? Ein Hammer wäre jetzt richtig gut. Ah, ne. Der zwei Erzritter. Geschicklichkeit 19. Ja. Aber das. So, kann ich dich einfach anlocken? Ich glaube ja, ne? Durchbrechen. Okay. Also einfach nur angreifen. So, warte mal, Foron. Aber ich würde den schon gerne erledigen. Ich bin aber bestimmt erledigt, ne? Mit dem Langbogen. Drachenader. So. Du hast eine Menge Resistenz, ne? Das ist für die... Oh, das ist 47 Schaden. Das ist eine Menge Schaden. Okay, aber sollte eigentlich gut gehen. Schau mal her. So. 11% Crit Chance macht mir Angst. Aber genau das habe ich mir gedacht. Okay. Ah. Gott. Ich nehme an, ich habe die ganzen Ritter damit jetzt aber auch getriggert, ne? So, und du bist nicht getroffen. Das war Glück. Kritisch den. Ja, war ich auch. Sehr gut. Da ist die Yunaka, die wir alle mögen, ne?
Sehr gut. Genau, genau das wollte ich im letzten Part sehen. Aber irgendwie kamen sie nicht dazu, irgendwas zu machen. Ich war kurz davor, irgendwie ein bisschen was zu machen, aber ja, da war zu wenig Ausweichmöglichkeiten für sie. Ja, nichts zum Ausweichen hier. So. Bin mal gespannt, wie das hier abläuft. Ja, voll wenig Schaden. Okay, solange die Ritter sich nicht bewegen, was sie definitiv jetzt tun werden, ist das noch hier machbar. Locker. Aber die anderen Leute, die kommen wahrscheinlich jetzt auch noch, ne? Ja. Ich kann auch nicht einfach meinen Mund halten, ne? So, was ist da los? Was ist er hier? Aber je länger ich mir Zeit lasse, desto mehr Leute kommen da. Ist das, was hier abläuft? So, das sieht auf den ersten Blick ein bisschen gruselig aus, aber dürfte eigentlich zu packen sein, ne? Ich kann immer noch nicht diese Typen, weil er einfach so langsam ist, kriegt er einfach nichts hier. Na, solange ich einfach nur ein paar Leute hier hinpacke, ist das eigentlich okay, ne? So, was habt ihr alle? Silberlanze, Speer, verdammt. Speer, verdammt. Ich hätte diese Magier nicht triggern sollen, ne? Ist, was mir das Spiel sagen will, ne? So, 42. Ich glaube, ich muss ja schon gleich tanzen. So, im ein Punkt. Das darf einfach nicht wahr sein, Mann. Wieso ist das jedes Mal der Fall? Okay, ich würde ihn am liebsten hier platzieren gleich, ne? So, ich kann ihn nicht angreifen, weil er mich dann kontert mit seinem grünen Teil. Deswegen muss ich einmal hier mit dir. Machen wir mal Pflege. So, dann haben wir dich weg. Bitte kette mich nicht. Ja, okay, ich habe ja schon wieder unnötig schwieriger gemacht. So. Ich meine, sie kann einfach hier stehen bleiben und einfach randalieren. Das mal ihn platt. Also ja, Fire Emblem Awakening ist so, weiß nicht, das Spiel, was die Serie mehr oder weniger wiederbelebt hat. Nicht, dass Fire Emblem tot war oder so, aber es gab so eine Zeit, da war der Hype vom Fire Emblem ein bisschen verflogen und Fire Emblem Awakening war sozusagen das Spiel, was aufgetaucht ist, bei dem sich die Leute gedacht haben, hey, diese Spielserie ist ja echt gar nicht mal so schlecht, ne? Und ja. Das war ein mehr wieder egal. Weil nicht der. Hey, warte mal. Ich glaube, ich werde das so machen. Und ja, seitdem ist Fire Emblem wieder so in dem Mainstream gelandet, ne? Weil die Spiele, die davor alle kamen, waren so Fire Emblem 11 und 12, was Remakes vom ersten und dritten Teil waren. Und ja, die kamen von Nintendo DS raus und keine Ahnung, das sah einfach viel zu generic aus. So. Also die Charaktere waren irgendwie nicht einzigartig so.
die sahen alle sehr 0815 aus, so die Sprites von den Charakteren, also diese in-game hier Mannequin, die man hier sieht, die Kampfanimation, also es sah nicht sehr charmant aus, sag ich mal. Und warte mal, ich habe auch einen Ritter tot, nein. Und ja, weiß nicht, kam halt nicht so gut rüber, oder das Spiel war allgemein nicht so dolle, von daher ja, fanden halt einige Leute nicht so gut. Ich kann auch hier recht hat, also ja, da war ein bisschen, es war ein bisschen komisch, es war eine sehr merkwürdige Zeit für eine Weile. Dann kam Fire Emblem Awakening raus für Nintendo. War schon 3DS? 3DS, ne? Und die Leute haben da gespielt und haben sich gedacht, oh mein Gott, das ist ja voll geil, das Spiel. Und dann wird Fire Emblem wieder so in den Mainstream so ein bisschen reingepusht. Und ja. Jetzt ist es mehr in dem Mainstream als überhaupt. Charaktere aus Fire Emblem kommen jetzt immer in Super Smash Bros. Vor und so. Also schon relativ erfolgreich jetzt. Also sehr viel mehr als damals, habe ich so ein Gefühl. Boah. Kann. Wenn ich eine so eine Wand baue, ist halt eigentlich alles okay. Ja, aber erstmal schaffen, ne? Ich könnte natürlich einen von denen hier erledigen, ne? Also, was mache ich jetzt auch, glaube ich? Was die ja machen. Ich weiß nicht, wie ich das hier mit denen machen soll. Mit denen, ja. Die Situation ist ein bisschen heftig. So, ich muss auf jeden Fall einen von euch hier erledigen. Wer trifft mich hier eher? Wer hat den Speer? Du hast den Speer. Da muss ich einfach mal gucken, was ich hier gleich mache. Richtig. Und ich krieg sogar. Da muss ich wieder mit dem Ding hier treffen. Den Kombi-Angriff, ja. Danke. Okay. Oder einfach nur Ike ausrüsten können, ne? Den Hammer auswählen können, dann wären die eigentlich auch weg. So. Die Verteidigung, die er hat, ne? Das ist schon ein bisschen krass, ja. So, da müssen wir hier mit ihm tanzen. Für den maximalen Erfahrungsschub. Ich fand vor allem Emblem Awakening auch gut. Obwohl das, dieses ganze, oh, du musst Leute miteinander verheiraten, damit du Kinder aus der Zukunft bekommst, das war ein bisschen stressig. Weil ich versuche natürlich auch immer halbwegs optimal zu spielen, ne? Und ich versuche dann auch immer die besten Kombinationen herauszufinden oder Sachen herauszufinden, mit denen ich zufrieden bin und so. Und dann sitzt du da irgendwie, machst dir um diesen ganzen Mist als Gedanken und denkst dir so, mein Gott, das ist so, das ist auch nicht mal wert, ne? So. Also ja, weiß ich nicht. So, kann ich. Ja, der ist natürlich ein bisschen nervig gerade. Es wäre perfekt, wenn du ihn kriegen könntest. Ich glaube, damit kann ich reichen. Oh doch. Oh mein Gott. Oh wow. Okay, Alchris. Sehe schon. Der hat den gewone-shottet. Ja, als erstes aktiviert hätte. Oh,
Also ist darüber auch interessant. Also Lucina ist ja diese Charakterin aus der Zukunft, ne? Die sich erst als Marv ausgibt, indem sie noch eine Maske trägt, ne? Der ihre Haare irgendwie ein bisschen kürzt, wie auch immer sie hat gemacht hat. Und dadurch hat sie sozusagen, weiß nicht, aber sie wollte versuchen zu verhindern, dass dieser dunkle Dämonendrache, der in ihrer Zeit aufgetaucht ist, also sie wollte verhindern, dass dieser erwacht wird. Das ist mehr oder weniger, kennt ihr Dragon Ball Z, kennt ihr Trunks aus der Zukunft? Ja, es ist wortwörtlich das. So, ich glaube, wir haben diese Situation hier voll unter Kontrolle gerade. Es ist wortwörtlich Trunks aus der Zukunft, also die Story. Und ja, dann hat man irgendwie die, ich hätte vielleicht den anderen erst angreifen sollen. Da gibt es noch irgendwie, weiß nicht, jeder Charakter konnte mit jedem verheiratet werden, also jedes Männchen konnte mit jedem Weibchen hier verheiratet werden, ne? Und du hast sozusagen, ja, du hast sozusagen jedes Mal, wenn du Charaktere miteinander verkuppelt hast, haben die ein Kind gezeugt und das haben die in diese komische Welt reingebracht. In dieser Welt geht die Zeit viel schneller um als in der echten Welt. Und dann irgendwann haben sie diese Welten alle besucht und so sich so gesagt, so, oh ja, ich tue mal mein Kind besuchen, das ich hier reingepackt habe in diese Welt, ne? Und die sind natürlich dann schon erwachsen, damit du die halt als spielen kannst, ne? So als spielbare Charaktere. Also ja, es war etwas, es hat schon so ein paar Sachen von einem abverlangt, die man abkaufen musste, ne? So, ich gucke mir jetzt gerade hier an, ne? Ich baue noch nicht Mikayas Superheilung einsetzen, ne? Du machst 42 Schaden. Du hast 7, das heißt 49. Du überlebst das. Ne, warte. Du überlebst das auch. Packen wir sie hier im Kreuzfeuer. So. Okay. Aber doch irgendwie einfacher als gedacht. Die Situation. So. So, wir sollten jetzt hier überleben. Und er geht weiter auf Yunaka los. Der Idiot. Kannst du ihn ketten? Nein? Okay. Geht auch auf Yunaka los. Bemerkt das Spiel irgendwie nicht so? Tut das irgendwie nicht so Ausweichchancen und so berechnen? Oder was ist hier los? So, egal. Ist mein Gewinn halt, ne? So, ich habe eine Leichtaxt mal hier gegeben, ne, damit du halt was triffst. So. Und dich können wir jetzt mit Gregory erledigen, würde ich sagen, ne? Bist du der mit dem Speer? Du bist der mit dem Speer, ne? Na, guck mal, den kann ich treffen. Oh, dieser 1% kriegt schon, ne? Also ja, ich fand Fire Emblem Awakening auch gut, aber diese solche Sachen haben das irgendwie wieder so ein bisschen komisch gemacht, so, ne, im Sinne von, ja, okay, also Fire Emblem Awakening hat dieses ganze Shipping Zeug hier so eingeführt, was ich persönlich nicht so gut finde, und mit das irgendwie die meisten Leute mittlerweile Fire Emblem identifizieren, ne? Früher wurde Fire Emblem immer so verglichen mit Anime Schach, ne? Weil du hast Anime Charaktere und du spielst hier ein Strategiespiel, ne? Anime Schach, ne? So haben Leute früher irgendwie Fire Emblem beschrieben.
Wenn du jetzt irgendwie jemanden fragst, was ist Fire Emblem, dann sagen Leute irgendwie Dating Simulator. Da finde ich irgendwie voll schade. Also ja, weiß ich nicht. Also Leute, die jetzt irgendwie so in Fire Emblem reinkommen, die haben natürlich nur die ganzen neuen Spiele gespielt, die haben jetzt nicht irgendwie so Sachen wie, keine Ahnung. Die haben jetzt nicht so Sachen wie, so, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Die haben natürlich irgendwie, weil nicht. Eine ganz andere Sicht von Fire Emblem, ne? Ich kann die sowieso nicht erreichen. Und ja, ist ein bisschen schade, finde ich persönlich, ne? So. Da wir alle. Warte mal, du hast einen Support mit. Nee. Ich will die so platzieren. Damit jeden hier den auch Support hat hier. Ich lasse das Ding natürlich hier noch ganz, ne? Aus ganz offensichtlichen Gründen. Support. So, das kann unmöglich alles sein. Das ist viel zu einfach. Was ist der Haken in diesem Kapitel? Komm. Ah, von hinten kommen welche. Und da kommen auch immer mehr Leute. Und irgendwann geht das Ding kaputt, ne? Und dann kommt ihr alle hier runter ran, ne? Ich sehe das doch schon jetzt kommen, ne? Ich denke wohl, ihr seid sehr klug, ne? Spiel. Ich habe übrigens noch gar nicht dir abgecheckt, ne? Krom, das Emblem der Bande, ein erhabener Prinz, den das Vertrauen aller gehört. Will das Schicksal ändern. Und ja, für die, die das überhaupt mal aufgefallen ist, ne? Warum hat Krom das gleiche Schwert wie Lucina, also in Smash Bros., ne? Das liegt daran, weil das Schwert, das Lucina hat, ist das Schwert von Krom. Aber da sie ja aus der Zukunft kommt, ne? Und in die Vergangenheit gereist ist, gibt es zwei von diesen Schwertern. Als die beiden sich zum Beispiel erstmal getroffen haben, als sie sich als Marv ausgegeben hat, hat er sich auch gewundert, so, hey, warte mal. Das ist doch das legendäre Schwert, das ich auch habe. Ja, und deswegen haben die das gleiche Schwert, ne? So, Voron und Donnerschwert, das sind so die Waffen, die mit denen Robin immer identifiziert wird. Das Emblem der Bande, Taktiker, der sein Gedächtnis verloren hat, aber nicht sein taktisches Geschick. Und ja, ich finde das übrigens immer super schwachsinnig, weil man magisch ausgedehnten Charakteren ein Donnerschwert gibt, ne? Weißt du hast ja diesen Charakter, ne, der schon Magie einsetzen kann, ne? Hier, der kann Magie einsetzen, ne? Warum sollst du denen ein Donnerschwert geben? Warum nicht ein physisches Schwert? Der Typ hat jetzt nur noch irgendwie magische Angriffe, ne? Warum nicht? Der hat auch gar nicht so wenig Stärke, ne? Das heißt, einige Leute, ich weiß schon genau, irgendwie im DLC war zum Beispiel auch Dings, ja. Selene hatte, glaube ich, auch irgendwie ein Donnerschwert ausgerüstet, ne? Wobei ich mich frage, warum ihr ein Donnerschwert geben, dass ihr magische Angriffe gibt, wenn man ihr so einfach Zauber geben kann, die magisch angreifen. Ich habe da letztens verglichen, ein Donnerschwert hat irgendwie so die gleichen Werte wie ein Bolgarnon oder ein Elfenlicht, ich weiß gar nicht mehr, eins von den beiden. Also warum gibt man ihr nicht dann direkt, warum sollte man ihr ein Schwert dann geben, wenn er die gleiche Funktion erfüllt wie ein Dings, ne? Deswegen habe ich halt auch meinen Hauptcharakter gegeben, weil der halt hier, weiß ich nicht, dann viel besser gerüstet dagegen ist. Da kann er halt physisch und magisch angreifen. Was mache ich hier eigentlich in der Situation? Physischer Angriff, 40. Kann... Oh ja, kann er. So, ich platziere mich mal hier rein. Ich gebe dir mal deinen ultimativen Speer, den du garantiert treffen wirst, ne? 107, ausweichen, 45, ne? Ich könnte ihn auch Ikea geben. Hahaha. Ne. Sparen wir uns dann auf. Ich gebe dir halt Brionak. Oh, du gehst dann da rein und machst sie alle fertig.
oder nimmt wenigstens keinen Schaden. So, dann mache ich hier diese Pegasus-Ritter oder Greifen-Ritter, was auch immer. Ich stelle mir jetzt dann, ich stelle mir die sehr nervig vor, deswegen gehe ich hier mit Yunaka rein und die kümmert sich um die. So, jetzt müssen wir uns noch um die Leute hier kümmern, ne? Silberschwert, Silberklinge. Oh wow, ist tot. Das ist das Erzritter oder Paladine? Rittmeister. Ja, Rittmeister sind Paladine. Das war's nicht in Englisch. So, hier bin ich. Da hat man gesehen gerade, ne? Sie hat das gleiche Schwert wie Chrom. Ja. Nur ihrs heißt. Nur ihrs wird immer irgendwie Dimensionsfalchion genannt. Also Chroms Schwert ist das Falchion, ne? Was übrigens auch irgendwie sehr komisch ist, weil wir haben ja einmal Marv, ne? Und ja, ne, der hat ja noch nicht das Falchion. Und den seine ultimative Waffe ist auch das Falchion. Und Fire Emblem Awakening spielt ja nach Fire Emblem 1, ne? So tausende von Jahren, irgendwie so 5000 Jahre oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung. Und da ist dann halt sehr verwirrend, wenn irgendwie. Wenn irgendwie hier, weiß ich nicht, auf einmal Chrom auftaucht mit seinen Falchion. Und den seins auf einmal vollkommen anders aussieht. Also ja, ich glaube, da soll es auch irgendwie eine Erklärung mal geben, aber ich weiß nicht mehr genau, was die Erklärung war. Ich glaube nicht, dass die im Spiel erwähnt wurde. Aber irgendwie war da was, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, die Situation ist doch ein bisschen nerviger als gedacht. So, 31. Boah, ich bin... Muss ich echt irgendwie darauf hoffen, dass er sie trifft. Ha. Ich kann auch einfach wegrennen, ne? Ich hätte auch einfach wegrennen können, glaube ich. So. Wie kann ich den Typen mit der Silberklinge bitte schön nicht doppeln? Ach ja, diese ganz dicken Waffen, die geben irgendwie, die sind nicht so schwer, ne? Aus irgendeinem Grund. Ha. Wie habe ich das schon wieder geschafft, hier nicht irgendwie, weil nicht. Aber auch schnell, ne? 30, 39, 51, der macht mich fertig. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich kann die alle erledigen. Oder die meisten von denen. Aber ich nehme halt ein bisschen Schaden. Ich muss vielleicht jetzt Mikayas Heilung einsetzen, ne? So, Ahndung. Ahndung hat eine recht hohe Crit-Chance, ne? Wenn ich hier reingehe, kannst du dann ihn erledigen. 77. Okay. War mal so. Okay. Du gehst hier rein, ne? Oder kannst du ihn erledigen? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Beste wäre jetzt, wenn du ihn mal kurz kitten würdest, ne? Ah, Dreck. So, dann haben wir den eben kaputt. Nope. Oh, da war irgendwie so von Balef so eine Fähigkeit, ne? So, ich gehe mal hier rein. Einfach nur. Ich meine, wenn ich daneben aus sowieso. Ich habe ihn jetzt dahin platziert, damit er mehr Abwehr bekommt. Mein Hauptcharakter. So. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder da würde einen Angriff überleben, ne? Mindestens. So, mehr Verteidigung. Aber immer noch keine Geschwindigkeit. Ach ja, hier habe ich übrigens mal Dings hier gegeben, ja, die Feuerlanze. Ich bin ziemlich sicher, bin, dass sie damit verdreißen kann. So, oh Gott. Ja, warum nicht?
Vorne habe ich übrigens auch einmal hochgelevelt. Ich habe einige Waffen hier einfach hochgelevelt, einfach ein bisschen mehr Trefferchancen und so zu bekommen. So, okay. Okay, oh, perfekt. Sie kann sogar. Ich hätte eigentlich mit ihr die Waffe angewechselt, ne? Also mit ihr, ja. Da muss ich nicht. So. Ich müsste ja wohl jetzt neu erledigt kriegen, ne? Komm. Obwohl. Halbiert gegnerische Verteidigung, Resistenz. Wie funktioniert das? Also nach dem Angriff oder während des Angriffs? So. Rafael, ist dir irgendjemand in Gefahr? Oh ja, du. Aber da könnte auch jemand durch einen Konter sterben. So, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Doppelbeistand. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, wie diese Fähigkeit funktioniert. Also der Charakter, bei dem die aktiviert werden muss, verdammt, muss der Charakter muss in der Bewegungsreichweite sein, damit dann ausgelöst wird. Also jeder hier, also der blaue Bereich ist die Bewegungsreichweite, ne? Also jeder Charakter, der in dem Bereich ist und angreift und einen Gegner trifft, bekommt Unterstützung eher von dem Charakter. So. So, der Typ wird leider hier überleben und noch irgendwo jetzt hier reißen. 24. Du erlegst nicht sie. Außer du hast noch irgendwie was. Nee. Du erlegst nicht ihn. Du erledigst ihn. Aber mit einem Konter müsste der dich eigentlich erledigt kriegen. Also Gregory wird gedoppelt, ne? Aber sein Konter müsste ihn eigentlich erledigen. Wenn sie jetzt hier trifft. Danke. Also er wird wahrscheinlich angegriffen, nehme ich an. Oder auch nicht.